Macht kann einen Menschen korrumpieren, vor allem die absolute Macht. Das ist es, was der USA am 6. August 1945 passiert ist, nachdem sie den Tod auf unschuldige Menschen haben regnen lassen. Meint ihr, der Angriff auf Hiroshima wurde mit Bedauern ausgeführt? Nein, denn nur 3 Tage später fiel die nächste Bombe auf Nagasaki. Man sollte meinen, das sei genug, dass das ausgereicht hätte, um der ganzen Erde die absolute Macht verständlich zu machen. Die USA hatte diese absolute Macht und wollte mehr. Es gab etwas noch Größeres, Gewaltigeres und Tödlicheres. Die Wasserstoffbombe, kurz H-Bombe genannt. Nicht die USA, aber eine Person bedauerte es sehr. Einige Zeit nach dem Abwurf der Atombomben ging Robert Oppenheimer in das Büro von Harry Truman, der die Entscheidung getroffen hatte, und sollte ihm sein Bedauern aussprechen. Aber Truman, er bedauerte es nicht im geringsten, er züchtigte sogar Oppenheimer. Er war stolz auf seine Entscheidung. Jetzt war auch die Katze aus dem Sack. Und dann geschah etwas. Offenbar gab es Spione in den von Oppenheimer geleiteten Laboren in Los Alamos, in denen die Atombombe gebaut wurde. Sowjetische Spione hätten sich eingeschlichen. Dadurch breitete sich eine große Angst aus. Die Sowjetunion könnte mit dieser Macht die USA den Erdboden gleichmachen. Eine große Angst, die Menschen begangen, Bunker zu bauen, in den Schulen wurden Atomangriffsübungen abgehalten. Die Furcht hatte sich bereits ausgebreitet und von da an konnte niemand mehr die USA davon abhalten, die größte Bombe zu bauen. Ganz im Gegenteil, es hatte sogar die Unterstützung einer großen öffentlichen Meinung. Und sie hatten den Vater des Ganzen, Edward Teller. Aber irgendjemand würde es aufhalten wollen. Oder zumindest versuchen. Der Zerstörer der Welten selbst, Robert Oppenheimer. Er wollte das nicht. Aber wie gesagt, es gab ja sowjetische Spione in Los Alamos. War Oppenheimer vielleicht einer von ihnen? Klingt ein bisschen komisch. Dies würde einen Prozess in Gang setzen. Lasst uns zunächst eines klarstellen. Wir sagten, dass Oppenheimer es bereut hat. Was er sagte zu Truman war, ich habe Blut an meinen Händen. Das ist es, was wir daraus schließen können. Aber hat er es wirklich bereut? In der Tat hat Oppenheimer nie gesagt, dass er es bereut, Pionierarbeit bei der Entwicklung der Atombombe geleistet zu haben. Ganz im Gegenteil, er hatte die Errungenschaft im Grunde seines Herzens angenommen und er hatte irgendwie die Pflicht erfüllt, die ihm sein Land aufgrund der damaligen Bedingungen auferlegt hatte. Er musste sie erfüllen. Denn vielleicht habt ihr dieses Foto gesehen, das 1940 in Paris aufgenommen wurde. Das Symbol für den Untergang Frankreichs. Er war entsetzt über dieses Bild. Als die USA ein Jahr später nach Pearl Harbor in den Krieg eintrat, fühlte er sich verpflichtet, etwas dagegen zu tun. Es ist kein Geheimnis, dass er ein Linker war. Daher war dieses Unterfangen für ihn im Wesentlichen eine Anstrengung gegen die sich ausbreitende Welle des Faschismus. Er nahm den Auftrag mit ruhigem Gewissen an, da er davon ausging, dass auch sein Land dieses Ziel verfolgte. So, damals wusste er, dass das getan werden musste, aber er hatte keine Chance, es nicht zu tun und er bereute es nicht. Aber die Idee, dies fortzusetzen, größere Bomben zu bauen, thermonukleare Bomben, das war das, was er nicht wollte. Er sagte, dass dies kontrolliert werden müsse. Und das sollte auch nicht bei einem Land bleiben. Das sei eine Art Möglichkeit, die gegenseitige Vernichtung zu garantieren. Andere Staaten würden dies nämlich auch tun. Auch sie würden über Waffen verfügen, um Millionen Menschen zu töten. Wenn man einen Angriff startete, war ein Gegenangriff unvermeidlich. Dies war in der Tat ein Krieg ohne Gewinner. Aber wie schon gesagt, jetzt war die Katze aus dem Sack. Die USA begannen sofort mit der Forschung an thermonuklearen Bomben und Edward Teller, mit dem er am Manhattan-Projekt arbeitete, wurde zu einem der Pioniere. Und nachdem Edward Teller sagte, Oppenheimer bremst unsere Arbeit nur, begannen die Probleme für Oppenheimer. Zu diesem Zeitpunkt war Oppenheimer bereits von seinem Posten in Los Alamos zurückgetreten und hatte die Leitung des Institute of Science in Princeton übernommen. Gleichzeitig war er weiterhin als Berater für die Atomic Energy Commission tätig. Andererseits war Oppenheimer zu dieser Zeit bereits ein weltbekannter Wissenschaftler. Nach Einstein war er der am meisten respektierte, bekannte und vertrauenswürdige Name in der Wissenschaft. Seine Ideen über die thermonuklearen Bomben erschwerten also deren Entwicklung. Und das Militär begann, sich daran zu stören. Ein Name im Besonderen, Levi Strauss. Er hasste Oppenheimer aus diesem und persönlichen Gründen. Es war Strauss, der das Gerücht in die Welt setzte, dass Oppenheimer der sowjetischen Spion im Manhattan-Projekt sein könnte, indem er seine frühere Verbindungen zum Kommunismus und seine verdächtigen Aussagen aufführte. Unter diesem Vorwand brachte er das FBI dazu, ihn zu verfolgen. Er wurde ständig überwacht, Abhörgeräte wurden in seinem Schlafzimmer platziert, seine Telefone wurden abgehört. Und 1954 folgte die berühmte Oppenheimer-Verteidigung. Obwohl sie als eine Art Verteidigung angesehen wurde, wurde Oppenheimer im gewissen Sinne tatsächlich verurteilt. Oppenheimer war nach diesem Prozess nicht mehr derselbe und brach in kürzester Zeit zusammen.
Denn ein Mann, der sein ganzes Leben seinem Land gewidmet hat, ein Mann, der alles getan hat, was von ihm verlangt wurde, würde versuchen zu beweisen, dass er kein Spion war. Und er würde scheitern. Ja, es gab keine Beweise. Es gab keine Beweise, aber wegen des Verdachts, dass er mit dem Kommunismus sympathisieren könnte, wurden ihm alle Sicherheitsgenehmigungen auf Armee- und Staatsebene vollständig entzogen. Er wurde als Verräter abgestempelt. Obwohl viele Menschen, Freunde, wissen, dass dies nicht der Fall ist, wenn das einmal gesagt ist, gibt es kein Zurück mehr. Und was Oppenheimer nicht wusste, weil er bereits vom Atom- und Thermonuklearbombenbau suspendiert worden war: die USA hatte bereits die erste Wasserstoffbombe fertiggestellt. Sie wurde 1954 zum ersten Mal auf den Marshallinseln getestet. Es ist verständlich, warum Oppenheimer gerade gegen diese Bombe war. Im Gegensatz zur Kernspaltung in Atombomben erzeugen diese Bomben, die auf dem Prinzip der Fusion, also der Verschmelzung von Atomkernen beruhen, eine viel effizientere Zerstörungskraft. Und die auf den Marshallinseln getestete Bombe war mindestens 1000-mal stärker als die auf Japan abgeworfene. Und wisst ihr, was dann geschah? Es stellte sich heraus, dass es tatsächlich sowjetische Spione im Manhattan-Projekt gab. Das ist eine ganz andere Geschichte. Lasst uns darüber in einem separaten Video ausführlich sprechen. Es war aber nicht Oppenheimer, aber es gab jemanden. Und dank ihm wollte die Sowjetunion dem Rennen der Atombomben beitreten. In den späteren 1940er Jahren testete er die erste Atombombe und 1961 die erste Wasserstoffbombe. Die berühmte Zar-Bombe, ein 57-Megatonnen-Monster. Etwas, das 3800-mal stärker war als die Bombe, die über Hiroshima abgeworfen wurde. Der daraus resultierende Feuerball wurde aus 965 Kilometern Entfernung gesehen. Oppenheimer hatte also recht. Alle fingen an, diese Bomben zur gegenseitigen gesicherten Zerstörung zu besitzen. Ende der 60er Jahre verfügten neben den USA und der Sowjetunion auch Großbritannien, Frankreich, China und Israel über Atomwaffen. Überall auf der Welt hatte sich ein Vorrat an Atomwaffen angehäuft, der die Welt zerstören konnte. Schließlich ging Oppenheimers Wunsch in Erfüllung und es wurden internationale Vereinbarungen zur Kontrolle und Reduzierung von Atomwaffen getroffen. Oppenheimer erlag einem Kehlkopfkrebs und starb 1967 im Alter von gerade mal 62 Jahren. Seine Geschichte endete nicht als Verräter. 1962 entschuldigte sich die US-Regierung in gewisser Weise bei ihm für das, was während seines Prozesses geschah. Unter der Kennedy-Regierung wurde er als Ehrengast ins Weiße Haus zu einem Abendessen mit den Nobelpreisträgern eingeladen und unter der Johnson-Regierung erhielt er den Fermi-Preis. Aber das war's auch schon. Das war seine Geschichte. Robert Oppenheimer, war er wirklich ein Mann mit Blut an seinen Händen, wie er sagte? Oder war er nur ein Patriot, der die ihm von seinem Land auferlegten Pflicht erfüllte? Entlastete ihn die Tatsache, dass die Menschheit dank der Kernenergie, die mit dem von ihm angeleiteten Atomzeitalter in unser Leben getreten ist, erwachsen geworden ist? Oder sollten wir seinen Namen trotz allem als schwarzen Fleck in die Geschichte schreiben? Soweit es mich betrifft, wenn wir alles beiseite legen, er war ein Genie. Ihr werdet feststellen, seine bahnbrechenden Arbeiten zur Quantenmechanik. Und nebenbei noch erwähnt, er war der Erste, der schwarze Löcher vorhersagte. Darüber werden wir aber auch noch sprechen. Und wie immer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.